Es ist geschafft. Neubrandenburg hat eine Bürgerstiftung. 87 Menschen aus der Stadt und der Region gehören zu den Gründern. Unternehmer, Sportler, Wissenschaftler, Lehrer, Politiker, Ärzte gehören dazu. Und sie haben all diese Menschen überzeugt. Marianne und Winfried Holze, Ruheständler mit Herz für ihr Neubrandenburg. Wir wollen Aktivitäten und Projekte ins Leben rufen oder Ideen anderer aufnehmen und denen helfen, das umzusetzen, was sie sich vorstellen. Wir wollen also Leben in der Stadt gestalten. Wir denken, da können wir noch was bewirken, um Vereine, Menschen zusammenzubringen, dass im Interesse der Stadt die bürgerschaftliches Engagement befördert wird. Das ist das Hauptthema. Die, die was tun, die wollen wir unterstützen. Mit ihren Unterschriften besiegelten die Gründungsstifter im Neubrandenburger Rathaus im Mai 2017 die Geburt der Bürgerstiftung. Zusammen haben sie ein Grundstockvermögen von 107.000 Euro zusammengetragen und viele Ideen, wo die Stiftung helfen könnte. Es ist vieles, was also von alleine nicht so funktioniert. Und ich denke, da kann man sich auch bewusst einbringen für Tanzcompany, dass die unterstützt wird, oder Tanzaktion oder auch Jugendmusiziert, Umweltprojekte, Gesundheitsförderungsprojekte. Ich denke mir, wenn da viele mitmachen, ist das eine gute Sache und ich denke mal, auch für die Zukunft positiv zu sehen. Wir haben einen recht schlechten Zustand der Schulen, zwar nicht in Neubrandenburg so kritisch wie manchmal anderswo zu sehen ist, aber eben immer noch Sache, wo man auf jeden Fall noch mit anpacken müsste. Also wenn es um regionale Identität geht, wenn es darum geht, Sachen zu fördern, sind wir als Bürger ja deutlich immer dichter dran, ne? Also an den Bedürfnissen. Und da nicht alles immer einen Amtsweg gehen sollte, ne? Auch mal schnell und unbürokratisch geholfen werden soll, ist es sicherlich ziemlich sinnvoll, eine Bürgerstiftung zu haben. Und zu den Gründungsstiftern gehört auch Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt, der sich als einer der Ersten von der Idee einer Bürgerstiftung überzeugen ließ. Ist auf jeden Fall ein Gewinn für die Stadt Neubrandenburg. Wir haben es ja gesehen, heute sind also querbeet sozusagen die Leute hier zum Stiftungsgeschäft gekommen. Vor allem aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, das ist eine Möglichkeit für uns, etwas zurückzugeben von unserem unternehmerischen Erfolg, aber auch direkt daran beteiligt zu sein, wie wird das Geld verwendet, welche Initiative, welche Projekte möchte ich unterstützen. Und das ist ein ganz großer Gewinn für die Stadt. In einem ersten Schritt soll ein Boot der Wünsche die Bürgerstiftung in der Stadt bekannt machen und an verschiedenen Orten Ideen und Anliegen der Neubrandenburger sammeln. Im Herbst wird dann entschieden, welches das erste Projekt der Stiftung sein wird, um bürgerschaftliches Engagement im Interesse einer lebenswerten Stadt und Region zu fördern.